Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Parvati und Pepita sind jetzt immer noch unterwegs auf dem Planeten Terra, ja, in der Nähe von Edgewater. So, und in der letzten Folge, da hat Pepe ja versucht, da reinzukommen, da irgendwas, diese verheißungsvollen Kisten da an die heranzukommen. Ja. Und das hat er nicht geschafft. Er meinte, das würde er in der Pause dann machen, und das hat er gemacht, das zeigen wir euch jetzt. Ja. So. So, genau. Und weiter geht's hier. Hat man den schon? Ja, den hat man wohl schon. Mir ist auf der linken Seite wohl nicht. Dann gehen wir hinten mal rum. Ach, ich bin schon wieder mal überladen. Wie schön. Na, du bist immer überladen. In jedem Spiel, egal in welchem. Ach, ich bin immer überladen. Ja. Einfach zu dick. Hä? Oh. Oh, zwei Dietriche. Wucher. Ja, hat sich nicht so richtig gelohnt. Naja, aber das auf jeden Fall hast du Punkte bekommen dafür. Das stimmt. Mhm. Allein deswegen lohnt sich schon. Genau. So, evicted. Aber hier kann man rein. Irgendwie eine völlig verlassene Siedlung hier. Ja, die Leute sind wahrscheinlich abgehauen. Überrannt von den Marodeuren. Tja, oder niedergemetzelt. Wir haben ja auch schon Bewohner gefunden. Naja, ich meine, wenn sie die Leute draußen nicht schützen können, dann haben sie eigentlich ziemlich versagt. Ich meine, wir können sich nur in der Stadt verbergen, hinter den Mauern. Und das ist es auch schon. Ja, und draußen ist es Wild West. Ja, genau. Aber es war wohl schon mal besser. Ja, sieht ganz danach aus. Vielleicht ist es schlimmer geworden, weil die Fische ausgeblieben sind. Und die haben sie wahrscheinlich einfach nur ausgelöscht, indem sie überfischt haben oder so. Naja, das Übliche vermutlich. Kann die Seifen nicht. Da unten war aber noch was, ne? Hast du das gesehen? Unterm, ja. Nein, das habe ich nicht gesehen. Das hat mich jetzt wirklich gewundert. Eine Salbe. Ja, die Seife ist hier. Schöne Seife. Ja, ich gucke immer rundum und rundum und dann übersehe ich doch die Hälfte. Mhm. Alte Krankheit. Da, ach so, nee, das ist nur Schrank. Gut, gut. Da hinten noch was? Nein. Was ist eigentlich jetzt unser Ziel im Grunde? Wir wollten zum Biologielabor. Ne? Zu diesen Deserteuren, oder? Ja. Ja. Mhm. Evicted. Alles evicted hier. Na? Oh, Pepita ist zu dick. Kommen wir da rum. Meine Evicted heißt ja eigentlich mehr oder weniger, also jedenfalls kenne ich das Wort so, dass sie die eigentlich rausgeschmissen haben aus den Häusern. Tja. Und wenn er, weil sie nicht mehr bezahlen konnten, keine Miete mehr bezahlen konnten oder was auch immer. Oh. Gut, dann haben wir uns die paar Häuser hier auch angeguckt. In welche Richtung müssen wir eigentlich? Müssen wir den, ja genau, wir haben ja so ein
Mit guten Stern kann man es nicht nennen, einen grünen Hoffnungsschimmer in Form eines Pfeils. Dann geht's ja wohl hier lang, ja? Ja. Und dieser Pfeil zeigt uns, wo es lang geht. Ich wackel hier so in Zeitlupe dahin. Du könntest ja eigentlich auch die... Ja, genau, du wackelst so dahin. Du kannst ja auch einfach mal zwischendurch ein bisschen... Ich glaube nicht, dass man eine Spitzhacke braucht. Weiß ich nicht. Meistens ist es so, wenn es eine gibt, dass es dann, dass sie mal irgendwie gebraucht wird. Auch. Ja, meistens, aber nicht immer. So, 93, ja. Nö, braucht man nicht. So, wir sollten aber auch mal daran denken, dass wir ja noch einen haben, den wir noch ausrüsten wollen. Ja, ja. Ja, ja. Max, den Vicar nämlich. Der inzwischen auf unserem Raumschiff ist. So, was haben wir hier? Nee, kann weg. Wir haben ja nur noch einen Helm, also behalte den. Das ist der einzige Helm, ja, auch gerade gedacht. Also den kann man, glaube ich, zerlegen. Den Siebener sollten wir behalten. Ich glaube, der andere, aber der muss repariert werden, dieser hier. Der hier, der ist auf 82, ja. Ja, den haben wir ja auch. Die müssen alle repariert werden. Wir haben ja, glaube ich, umgetauscht. Oder so. Ja, Pavati hat hier... Was ist das? Ach, Pavati kriegt eine Fertigkeit. Aha. Was haben kriegt wir auch einen hier? Vorteil. 10 auf das Technik, ist gut bei ihr. 30 generierte Bedrohung, 30 Grundleben. Gut. Immer wir sollten bei ihr aber auch hier auf Technik gehen, wenn es geht, weil sie ist ja, glaube ich, unser Technikfreak, oder? Ja. Und schon bin ich nicht mehr überladen. Hurra! Hallo? Bist du auf der richtigen, immer noch in der richtigen... Hier müssen wir nämlich hin, dachte ich mir doch. Weil hier ist nämlich Strom, weißt du, deswegen. Straßenlaternen gibt es hier. Man sieht die Straßenlaternen leuchten. Ja, genau. So, ja, genau. Die werden bestimmt begeistert sein, wenn wir ihnen sagen, wir wollen ihnen den Strom abdrehen. Das werden wir ihnen nicht gleich sagen, wir werden uns erstmal angucken. Wir wollen keine Schwierigkeiten, wir auch nicht. Wir auch nicht. Lass die Knarre weg. Ja, vielleicht nicht verkehrt. Fang ihn mal an. Also, geht er erstmal hier rum und... Der ist leer. Ich stelle mir das vor, wie es in Wirklichkeit wäre, wenn da jemand rumgeht und erstmal nur plündert. Und dann sagt, gut Freund. Klar. Unhöflich. Man kann doch aufheben, was hier rumliegt. I don't know you. No. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Warum bist du so freundlich? Naja, weil die wahrscheinlich keine guten Erfahrungen gemacht haben mit den Leuten, die von dem blöden Typen sind. Strangers wandering into my camp for one. Some of my camp wandering out for another. Das ist aber kein gutes Zeichen für euch, wenn euch die Leute weglaufen, ha? Wer ist dir denn davon gelaufen? Hast du mal Fragen? Ja, klar. Hab ich auch got vor. Got anything in you besides questions? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. Ja. So, wir halten die Augen offen. Ja. Oder ich könnte mich ja nach ihr auf die Suche machen. Ja, genau. Huh? I go looking for Zoe, I leave the camp undefended, seeing as I'm the only one of us who knows her way around the gun. Hence my dilemma. Na gut. It's not like Zoe to go wandering. Ich bin doof. Ich hätte doch fragen können. Genau. That ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Pale's a wild. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich tun, aber das hast du zu schnell. Ja. Man sollte bei. Naja. Ja. Ist egal. Aber sie hat ja trotzdem. Sie hat ja die Antwort schon geliefert. Ja, genau. Zum Glück. Auch wenn es nicht groß weiterhält. Ich würde nicht sagen, es sei denn, die Plünderer haben sie erwischt, dann könnten Teile von ihr überall sein. Danke, das mache ich nicht. Ich finde sie ich schon, find würde ich sie sagen. Schon. Ja, klar. Ein bisschen positiv rangehen. Honest.
Okay. Wo finde ich eigentlich Adelaide? Ich habe Fragen über Zoe erstmal. I'll tell you what I can. Nicht den gleichen Fehler zweimal. Genau. Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte. Das war ja die Frage, die gut. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Aha. Mhm. Aber wir können das. Ja. Es. Little ways ago. She was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. Okay. Never know. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Okay. Na, das könnte uns schon mal weiterhelfen. Mm. Okay, Themawechsel. Mm. Sollen wir schleimern? Ach komm. Nee, muss nicht sein. What is it? Wo finde ich Adelaide? Jawohl. Over in the hothouse. Tending crop. Aha. Na gut. Dann lass ich dich mal zufrieden. Jo. Okay. Mann, die kann sich ja schnell drehen. Hast du das gesehen? Ja, zack. Wie der Blitz. Absolut. Irgendwo ist es schön hier. Ich meine, es riecht irgendwo die Geräusche von diesen Insekten und so. Ich kann es durchaus verstehen, dass die Arbeiter abhauen. Darf man den mitnehmen? Ja, klar. Ja, Pseudo-Apfel darf man mitnehmen. Der liegt ja unten. Wir haben ihn ja nicht vom Baum gepflückt. Scheint aber nur der einzige zu sein. Oh, die anderen hängen vielleicht noch am Baum. Ja, so wie es aussieht, hängen die noch da rum. So, jetzt habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst. Wie heißt der Typ, der mehr weiß? Stefan, meinst du? Stefan. Stefan, ja. Ach so, das ist du bist abgeschlossen. Das ist auch heute nicht so richtig. Das sind die richtig bei der Sache. Hm? Ja, also erstmal im Zoos Haus. Wir können noch was im Haus suchen, können wir machen. Ja. Hey, wer bist du denn? Wer bist du? Nur einfach ein Deserteur. Ein Deserteur. Wir haben sie nicht mal einen Namen gegönnt. Stefan's got supplies. Ah, ja, Stefan hat was zu essen. Ja, gut. Ja, nett. Hier ist garantiert wieder alles. Würde ich jetzt nicht klauen, ehrlich gesagt. War zu klauen verboten. Hallo, Pavati, lange weißt du, nicht wo du gesehen. Hin willst? Ich dachte, du wolltest da rein. Da war noch jemand drin. Ach so, wieder mal. Da war noch jemand drin? Ich dachte, da wäre noch jemand drin gewesen. Soll ich mal um? Nee. Wo? Ist keiner wer? Drin. Oder? Wo? Um die Ecke? Auch nicht. Nö. Gut. Um die Ecke? Auch nicht. Gut. Aha. Jetzt befriedigt? Ja, jetzt bin ich's. Ja. Du hast ja nicht jede Ecke angeguckt. Das stimmt. Aber wenn ich sowieso nichts mitnehmen darf, dann muss ich auch nicht lange rumlaufen. Ja, vielleicht sind da Sachen, die interessant sind, die man nur lesen kann. Naja, und dann da lassen kann. Das ist richtig, ja. Also wirklich? Was bist du denn für ein komischer Abenteurer? Ein komischer? Hallo, wer bist denn du, der du da sitzt? Bist du Stefan bist du. Ah, hallo, Stefan. Stefan Garcia. Hm. You hungry? We got canned ribs, canned flank, canned snout too. Something I can help you with? Ja. Hm? Einer deiner Leute ist verschwunden. Ja. You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Hm, was ist denn am Tag? Genau. Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Naja, ich meine, wir haben davon gehört, du. Ja. Wir wollen ja, erzähl mal von Zoe, wir wollen sie nämlich finden. Zoe was always obsessed with this serial. Masked Marketeer. Aha. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. Oh. Was zu essen, ha? Hat sie sich vor ihrem Verschwinden seltsam benommen? Ja. Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. Aha. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Hm, was für eine Überraschung.
The other day, I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. Wow. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. Hoffentlich lebt sie noch. Das könnte ein Argument sein, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Haben wir noch irgendwas übersehen? War da noch was? Hey, I got time. Gut, zu hören. Ah, oh, der verkauft ja was. Fresh off the limb. And that includes canid meat. Ah. Na, ja. Wir können jetzt mal gucken. Wir wollen was ja auch was verkaufen. Oh. Ne? Haben wir was zu verkaufen? Ja, klar, den Trödel können wir verkaufen. Natürlich. Klar. Gucken. Nein, nicht Rückkauf. Hier. Du bist bei Kaufen. Ich will zu verkaufen. Verkauf ist doch gleich da, verkaufen. Mann. Guten Morgen. Auch schon wach? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit. So, also das hier will ich nicht verkaufen. Aha. Mit Sie Z. Klingt hübsch, ja. Geht mit Z. Ja, die Spieluhr, die behalte ich. Aber die Halsketten brauchen wir doch nicht. Kopfballkette. Nee, ich gucke, ob ich noch was rausnehmen muss. Ach so. Kompass, nö. Auch das Raumschiffmodell könnten wir als Deko irgendwo unser Raumschiff etwas freundlicher gestalten. Also du willst dann doch nichts verkaufen? Doch. Doch, gut. Achso, die Sachen, die du nicht, die packst du, die schließt du aus. Ich verstehe. Und den Rest verkaufst du jetzt. So geht das. So. Gut. Sehr gut. Und hier kann man auch reparieren. Haben wir was zu reparieren? Ja, haben wir eigentlich. Ja, komm, machen wir. Nö. Mann. Warum? Das können wir an der Werkbank kostenlos. Wir haben ja Sachen zerlegt genügend. Na, von warum sollen wir hier Geld aus dem Fenster werfen? Wieder zur Werkbank? Wir haben ja nicht viel. In wie viel tausend Jahren? Ha? Wann kommst du dann wieder zur Werkbank? Wir können jederzeit per Schnellreise zum Schiff und da reparieren. Ja. Na gut. Außerdem haben wir das gerade erst in der Stadt gemacht, bevor wir hierher aufgebrochen sind. Aber ich würde hier nicht... Das klauen man hier nicht. Nee, wir werden hier nicht klauen. Mann, das sind die Leute, die versuchen, ein eigenes Leben auf die Beine zu kriegen. Ja, ist gut. Ich oder versuche ja schon. Oder zu bringen, jedenfalls, oder wie auch immer. Ich habe meinen Lutschfinger schon festgebunden. Ja. Damit er nicht aus Versehen ausrutscht. Denn ich meine, hier ist es schon ganz hübsch eigentlich. Man riecht ja förmlich das Wasser. Ja, auch hier. Mann, da steht, es sind, und, liegt im Mülleimer. Und die Pflanzen. Ich schon an zu stottern hier. Was so haben wir denn da? Entsetzen. Hallo, Deserteur. Das klingt ja auch mal blöd, dass wir dich Deserteur nennen. Warum? Ja. Das heißt desertieren, also wirklich. Wenn du die Firma verlässt, naja. Machen wir uns mal angucken. Aha. Na, du hattest recht. Heute ist es soweit, Zoe. Heute ist der Tag, an dem du dein Schicksal in die eigenen Hände nimmst. Aha. Grace. Grace, war das nicht, hieß die nicht vorne am Tor, Grace? Ich glaube schon, wir kennen ja nur die eine. Die uns da oder? Angesprochen hat, als wir kamen, ja. Nee, da vorne, die hieß Grace? Nö, hieß die nee. Schon? Nee. Der Name Grace kommt mir bekannt ja, ja. vor. Ich aber und Namen. Katastrophe. Und ja, ich kann schon sagen, dass sie Grace war. Weil dann irgendwie, aber es ist ja ihr Tagebuch. Und da leben sie bequem und leicht, frei von allen Regeln. Mhm. Wenn naja, sie organisiert werden, ich meine, die träumt sie natürlich, bestimmt ja. die Region übernehmen. Na, wenn sie über... organisiert werden, dann werden sie nicht mehr so frei und leicht ja, und ohne Regeln. Ja, das ist großartig. Pass auf, Terra 2. Die Geschichte der Banditenkönigin Zoe hat gerade erst mit Ausgabe 0 begonnen. Ja, eine ganze Gang Plünderer wird jeden meiner Wünsche ausführen. Das glaubst du wohl, du. Du oh, hängst oh, da wahrscheinlich ja. schon am was der Teufel. Wo, eine wo, wo. Echte Intelligenzbestie, ja. Ei, 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 ei. Das ist also das, was von dir gesprochen hat. Diese komischen Zettel. Ja. Sind ihre Tagebuchzettel. Haben wir hier noch ein Jahr? Untersuchen wir den auch mal. Seite 18. Ja. Ach so, so ist Tagebuch. Da ist sie hin. Das war bevor sie dahin ist, glaube ich, zu der Gruppe und sich angeschlossen hat. Das ist wohl, hat sie wohl geschrieben, bevor sie sich der Gruppe hier angeschlossen hat. Ja, ja genau.
Ja, die hat wahrscheinlich irgendwas mit Vitaminen drin. Oder sie sich gerade angeschlossen hat, ja. Mhm. Ja. Ah, sie war krank, ja. Wahnsinnig, Kicher meine Nachbarn ermorden und dann wie eine Plünderin schreiend ins Hügelland rennen. Okay. Hat sie wirklich noch eine ganze Menge Träume. Ich hoffe, ich kann sie noch weiter träumen. Ich konnte nur hoffen, dass sie noch lebt. Ah ja. Wie alt ist die? 12? Ja, scheint 14? Scheint noch sehr jung zu sein. Außer scheint noch ziemlich jung zu sein. Ist sie noch sehr jung oder sie ist sehr zurückgeblieben? Tja. Oder sie ist halt einfach jemand, der noch absolut keine Erfahrung gemacht hat. Außer, dass er dann irgendwo in einer Maschine stand und geträumt hat. Naja, viele Erfahrungen machen die Leute hier sowieso nicht. Die stehen an ihren Maschinen und ackern Tag und Nacht. Und wenn jemand dann so Ideen hat wie sie, dann wird er wahrscheinlich dann träumen. Und nicht die Zeit irgendwo. Hier ist nochmal was. Seite 12. Das Leben. Ja. Keine Jammer, denn man darf es doch etwas sein. Das ist es halt, das Brüll. Viele haben, nehmen dann halt dieses Adrenalzeug, Man, sie dürfen nicht fehlen, sie müssen arbeiten, sie dürfen aber auch nicht krank sein, sie dürfen auch nichts nehmen, damit sie dann weiterarbeiten können und so weiter. Also ist absoluter Schwachsinn. Ja, nur die Spitzenarbeiter kriegen Medizin. Mhm. Oh, ich glaube, das war es alles. So ziemlich alles, was hier zu finden ist im Zoos-Zimmer. Ich gehe davon aus, dass das Zoos-Zimmer ist. Ach, ich dachte, es wäre ein Dietrich. Hm? Schau, dahinter liegt was. Da lag was, glaube ich. Das lag da hinten was? Ja, guck mal, um die Ecke. Ach, das sind nur Pilze. Nee, das sind nur Pilze, das komische Ding leuchtet so. Ja. Ja, ich hoffe so, dass da mal Dietriche sind. Eine komische Schraube oder was immer das sein mag. Gut. Ja, wir wollten aber auf jeden Fall noch zu Adelaide. Ja, ich gehe einmal rundum, ja. Mhm. Auch nur ein Deserteur. Ja. Aber die ist ja halt in einem Botanik-Center da drin, also im Labor. Oh, da ist was. Aber kann man wohl auch nicht besser nicht nehmen. Ja, darf man ja alles nicht alles nehmen. Nein, das machen wir nicht. Wir klauen hier nicht. Schon gut. Alles Geiz gar nicht kriegen. Gucken. Guck da schon so komisch. Pavati. Ich finde das nicht so gut in der Clown, glaube ich. Also hier ist noch eine Tür. Was ist hier? Das sieht aus da, wie ein Laden. Da sieht es aus wie das Labor vielleicht. Es ist da. Durch. Kompost. Kompost. Was? Die Schubladen gehen freiwillig auf. Da muss ich gar nichts dazu tun. Du weißt, was ich von offenen Schubladen halte. Ja, kann man hier was lesen? Nein. Das sind alles Geheimformen. Alles ganz geheim. Ist hier was, was man lesen kann? Auch nicht. Auch sieht aber irgendwie nicht. Ganz so interessant aus. Ja, ne? Hier auch. Ich meine, irgendwo sieht es hier... Da hat es sich hier mal gemütlich gemacht. Ja, guck mal, könnt ihr mal reingucken. Ja. Persönliche Dateien. Hacken. Der stumme Frühling ist das Passwort. Der stumme Frühling. Mhm. Na gut. Erster Eintrag. Der Boden ist übersäuert. Ich werde tun, was ich kann, aber ich werde einen wirklich starken Dünger brauchen. Mhm. Also der Boden ist ja übersäuert. Tja. Ja, ich verstehe, dass sie keine Lust mehr hat auf Saltun. Saltun ist alles, was sie essen. Die sind total einseitig. Ja. Und seit sie das Brett reinpacken statt Saltun, da werden die Leute wohl ziemlich krank davon. Naja, aber vorher war es wahrscheinlich auch schon nicht gut, nur das zu essen und nichts anderes. Ja. So, letzter Eintrag schon.
Wir haben einen weiteren Arbeiter aus Edgewater. Und den letzten. Einen weiteren aus Edgewater gefunden. Jetzt ein Ex-Arbeiter. Die Zahl der Deserteure steigt wohl. Das überrascht mich nicht wahnsinnig. Reeds Managementstil war schon immer eher der eines Diktators. Ich gehe davon aus, dass sich eine Massenabwanderung anbahnt. Der ist auch wirklich so ein Idiot, der ist so unfähig. Und wie dem auch sei. Der Arbeiter befand sich in einem erbärmlichen Zustand. Fieber, flache Atmung, im Delirium. Er muss von der Seuche erwischt worden sein. Ich habe ihn mit einer Ernährung aus Grünzeug wieder aufgepäppelt. In nur wenigen Wochen ging es ihm wieder gut, physisch und spirituell. Er gehört nun zu unserer Schar. Ist ja klar. Ich meine, wenn die nicht nur nichts gegen die Seuche tun, sondern denen sogar noch Vorwürfe machen, wenn sie krank werden und sie sogar noch zahlen lassen für ihre Abwesenheit. Die werden nur krank, weil sie nicht genug, schwer genug gearbeitet haben. Dann gibt's das ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass wir dann die Leute hier wieder einfangen sollen. Dabei geht es ihnen besser als den Leuten dort. Ja. Dann gut, das sind die beiden Einträge, erster und letzter. Experimentnotizen an. Ach so, das habe ich ja noch gar nicht. Ne? Was denn, die hatten wir ja noch nicht. Ja, genau. Also ich funktioniere hiermit dieses Botaniklabor um. Ab sofort dient es nicht mehr länger seinem ursprünglichen Zweck als Zahnrad in der seelenlosen Maschinerie des Konzernsystems. Das Gewächshaus mag zwar beeindruckend aussehen, aber wie alle Produkte von Spacer's Choice ist es minderwertig und unzuverlässig. Ich werde wohl eigenhändig einige Reparaturen vornehmen müssen. Dieses Labor wird eine echte Heimat für Pflanzen werden. Wenn ich es recht verstehe, gelang es den Gartenbauern kein einziges Mal, auch nur eine lebensfähige Nutzpflanzenkultur hervorzubringen, bevor sie das Gewächshaus aufgaben. Anscheinend soll die Erde nicht reichhaltig genug sein. Naja, der Boden ist übersäuert und so hat sie ja auch gesagt. Ich bin entschlossen, einen Weg zu finden. Möge das Ewige mein Unterfangen gutheißen. Okay. Aha, und das der Ewige. Letzte Eintrag. Aha, kannst du mal lesen. Ja. Die Flora ist ein Lebewesen, die so empfindlich auf ihre Umwelt reagiert wie jeder andere lebende, intelligente Körper. Meiner Meinung nach sind die Anden in dieser Region fehlgeschlagen, weil die Konzernwissenschaftler, die mit dieser Aufgabe betraut waren, kalte, herzlose, unmenschliche Akteure eines sterilen und unmenschlichen Machtgefüges waren. Unter solchen Bedingungen kann man nicht erwarten, dass Pflanzen in sattem Grün erstrahlen und bis in den Himmel hinaufwachsen. Der Boden ist sauer, das stimmt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin mir sicher, die Scientisten werden etwas von Biologie oder dem Kohlenstoffzyklus erzählen. Aber nach langen Monaten, in denen ich eigene Experimente durchgeführt habe, komme ich zu der Schlussfolgerung, dass das Geheimnis zu einem üppigen und gesunden Garten in Liebe, Aufmerksamkeit, Mitgefühl und einem natürlichen Dünger voller organischer Materialien liegt. Genau wie es die Natur vorgesehen hat. Ich meine, das ist natürlich, was jeder jetzt irgendwo schreibt. Das sieht man ja an vielen wirklich guten und gesunden Gärten auch, dass die Leute, die sich um die Pflanzen kümmern, die genau sehen, was die Pflanzen brauchen und so, die sie beobachten. Dass sie natürlich, dass das tolle Gärten, das sind ja die tollen Gärten. Ja. Und wenn du im Grunde eigentlich nur oder so lieblos durch den Garten läufst und gar nicht siehst, was braucht die Pflanze eigentlich, dann hast du auch keinen Erfolg. Ist klar. Ich habe die Leute bewundert, die das können, ja. Ich habe keinen Grund. Ich auch nicht. Ich muss Pflanzen leider immer ersetzen. Ich hab das nicht. Ich würde ja mit ihnen reden, aber die wissen das nicht zu schätzen. Ach, weiß ich nicht. Ich meine, das heißt ja, wie du sagst, du redest mit den Pflanzen, ist ja im Grunde, dass du ihnen Aufmerksamkeit schenkst. Und indem du mit ihnen redest, du guckst sie ja an und guckst, oh, hier ist ein Blättchen nicht in Ordnung, da ist was nicht. Also du guckst sie an, ne? Das ist ja das sogenannte Pflanzenreden, mit den Pflanzen reden und nichts anderes. Was ist das? Wir nehmen lieber erstmal noch nichts mit. Wenn die vielleicht mal irgendwann woanders hin und weggucken, dann werden wir klauen. Stimmt, wir wissen ja, wo man das findet. Ja. Also aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die zurückbringen in die Stadt. Und die sehen hier, irgendwie habe ich das Gefühl, als ob es hier erheblich gesitteter zugeht als dort. Also irgendwie bis jetzt, auch positiver, optimistischer und so. Ne? Ja. Bis jetzt tendiere ich eher dazu, Spacer's Choice den Saft abzudrehen als den Leuten hier. Die haben sich hier was aufgebaut. Aber was ich vorhin gedacht habe, von wegen guter Dünger,
Silas hat doch erzählt, dass jemand die Leichen klaut. Ach, meinst du, dass könnte doch sein, was ist oder? Daran schlimm? Ich meine, der Boden besteht ja hauptsächlich aus Leichen. Gar nicht also, schlimm. Die Erde aus Leichen, ja. Ob es jetzt menschliche sind oder ich tierische. Ich finde das oder nicht schlimm, nö. Oder andere Pflanzen. Ja, man verbuddelt die Leute ja sowieso. Also. Das nimmst du an, ja, aber es könnte sein, ja. Könnte durchaus sein. Würde mich nicht wundern, jedenfalls. Halt, nicht weglaufen. Das ist hier, hallo. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Ja, du musst Adelaide sein, richtig? Steht ja da, Adelaide, mit David. I have been called that, among other things. Green Thumb, Grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Das beruhigt doch, oder? Reed hat mich geschickt, um Frieden mit dir zu schließen. Natürlich nicht. Hat er nicht. Ja, das würde ich sagen, ja. Ja. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So, like the spores of the puffball cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. Man kann ja mal fragen, warum sie das alte Zuhause verlassen hat. Ja. Ich meine, wir haben auch Antworten eigentlich, aber... It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Tja, kann ich hier nur fragen, ist das dein Gewächshaus? No, dear. The garden belongs to us all. Life is the gift of the universe, and the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. The soil around the vale went sour years ago, but I found a way to sweeten it back up. The secret recipe is a little bit of elbow grease, a dash of love, and a heaping pile of special fertilizer. Gut, ich würde sagen, gehen wir. Ach so. Ja, naja. Kann man sagen, muss man ja wahrscheinlich was sagen. Da kommen wir nicht drum herum. Ja. Eigentlich wollte er ja Frieden schließen. In seinem Sinne, dass sie wieder zurück zur Arbeit kommt. Sie zwingen, zurückzukommen. You hear on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Ja, eben. Die das hat gehört. Na, da müsste sie aber auch verteidigen können. Die Energie. Ja, ist er ja von gut wieder Gutmachung hat er nichts erzählt, ja? Ja. Ja. Das ist eigentlich alles. Ja, ist das Einzige, was ich sagen kann. Ja. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Ja, ist eine gute Frage. Wir haben uns auch überhaupt nicht entschieden. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Ja, im Grunde genommen wollen wir genau das auch tun.
Die Frage ist, warum können ja eigentlich nicht beide auch den Strom haben? Ich verstehe es nicht ganz, aber naja, vielleicht reicht es nicht. Aber bei so einem, naja. Ja, doch, aber wir brauchen einen von den beiden Energieregulatoren und damit ist eine von ja, stimmt, beiden ja. Ist ja für uns das Problem, gekappt. Ja. Genau. Das ist doch das Dilemma. Ja, es gibt ja nur die zwei. Mhm. Okay, erstmal, was hast du gegen die Stadt? You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap spacers just throws them. Yeah. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Naja. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. Ja, das ist bei den ganzen Leuten so, ja, die da noch in der Stadt sind. Obwohl es ihnen nicht gut geht, verteidigen sie immer noch die Firma. Ne? Ja, klar, sie haben auch nie was anderes kennengelernt. Von klein auf war das so und war immer so und der Großvater schon und so ist es einfach. Genau, sowas kann man jetzt sagen, entweder sagen wir mal, ich würde dir helfen, was passiert da mit Edgewater? Das ist ja schon klar, dass die dann keinen Strom mehr haben. Oder... Ja. Genau. Das ist doch die entscheidende Frage. Ja. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down. Workers desert in droves. And our own little camp grows and thrives. Ah ja, oder verhungern. Oder es wird alles nur chaotisch und jeder gegen jeden. Ich fürchte, da müssen wir gründlich Und umgekehrt ist es nachdenken. Aber auch nicht anders, wenn die Deserteure zurückkommen, dann werden die ja, müssen sie erstmal unglaublich viel zahlen, weil sie so lange gefehlt haben, dürfen sich tot arbeiten, so wie die Firma ist, oder? Ja. Ich überleg's mir. Genau. Ich meine, ich bin auf jeden Fall dafür, ich bin eher auf ihrer Seite. Auf jeden Fall. Also nicht auf diesen komischen Rieb, der tut, was die Firmenleitung von ihm verlangt, und das ist es auch schon, das ist ein Idiot. Ja. So, nun ja, wir sind ja jetzt noch nicht, wir machen jetzt erstmal Schluss. Wir haben ja schon lange überzogen. Mit dieser Folge machen wir mal Schluss. Genau, und in der nächsten Folge werden wir dann weitersehen. Ich denke, wir werden uns mal die Leute vornehmen, die wir hier als Kopfgeldauftrag haben oder so ähnlich. Ja, das ist eine gute Idee. Und das Geothermiekraftwerk müssen wir uns auch noch angucken. Sowieso. Da sollen ja die Roboter verrückt spielen und aber so weiter. Aber das machen wir hinterher. Ich würde sagen, wir machen erstmal die andere Sache. Wir haben noch zu tun. Genau, bis dann, gut. Bis dann. Tschüss.